Noch nie wurden in Deutschland so viele Pakete verschickt wie im vergangenen Jahr. Der Onlinehandel bringt Lieferdienste an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Auch die Posttochter DHL. Und noch nie waren die Kunden so unzufrieden. Wir haben aber auch immer das Klasse, dass gar nicht geklingelt wird, Benachrichtigungskarten einfach irgendwo eingeworfen werden, beziehungsweise gar nicht eingeworfen werden, also gar nicht klar ist, wo ist mein Paket, was kann ich, wann habe ich überhaupt eins bekommen. Chaos bei der Zustellung, überforderte Mitarbeiter. Manchen bleibt nur tricksen. Natürlich lernst du auch ein paar Tricks, zum Beispiel auslisten mit dem Scanner. Oder du machst einfach ein Paket kaputt, dann geht es auch zurück. Bei der Post stehen Gewinne an oberster Stelle. 5 Milliarden bis 2020. Deswegen lohnt es sich, ohne Zweifel Aktionär dieses Unternehmens zu sein. Paketfahrer schuften unter katastrophalen Bedingungen. Viele fahren für Subunternehmer, oft schlecht bezahlt, manche sogar schwarz. Salopp gesagt, die ärmsten Schweine von allen. Selber ist man schon nicht gut gestellt, aber die da drunter kommen, sind eigentlich noch ärmer dran. ZDF Zoom will wissen, was läuft falsch bei der Deutschen Post. Schon mehrfach berichtete ZDF Zoom über die Deutsche Post. Daraufhin erhielten wir zahlreiche Zuschriften. Von Postboten, Paketzustellern und von unzufriedenen Kunden. Einer von ihnen war Carsten Groll. Die Probleme mit der Post brächten ihn als Geschäftsmann manchmal an den Rand der Verzweiflung, hatte er uns berichtet. Groll vertreibt Bücher und Tonträger, hauptsächlich über Online-Portale. Sein Geschäft steht und fällt mit der Zufriedenheit der Kunden. Diese erwarten, dass die bestellte Ware pünktlich eintrifft. Ist das nicht der Fall, dann beschweren sie sich zuallererst bei ihm, dem Händler. Groll erhält beinahe täglich Anrufe von wütenden Kunden. Seit Jahren stellen wir fest, dass die Zustellqualität schlechter und schlechter wird. Und ich habe hier nur einige, wirklich nur einige von diesen Sendungsrückläufern, die aufgehoben, die auch noch nicht bearbeitet teilweise sind, noch nicht gebucht, wo man einfach sieht, dass in einer steten Regelmäßigkeit Vermerke, Postvermerke draufkommen, die einfach nicht stimmen. Ne? Weil ich telefoniere mit den Kunden, was ist los, dann kommt die Sendung zurück und sie bestätigen mir alle, sie sind weder benachrichtigt worden, sie bestätigen, dass die Adresse stimmt, dass alles in Ordnung ist, aber dass niemand geklingelt hat, obwohl sie zu Hause sind, das ist in einer Regelmäßigkeit, das ist nicht vorstellbar. Kunden geben ihm die Schuld, wenn ihre Päckchen gar nicht oder verspätet ankommen. Viele bestellen ihre Ware das nächste Mal woanders. Für den Familienbetrieb existenzbedrohend. Die meisten Kunden sagen, ich habe dafür bezahlt, ich will eine Leistung haben und entweder ist die Sendung übermorgen da oder ich widerrufe meine Bestellung. Ne, mit Erstattung der gesamten Kosten, Hin- und Rücksendekosten. Und was bedeutet das geschäftlich für Sie? Das ist eine Katastrophe. Wenn die einen Beförderungsauftrag haben, die Deutsche Post, und wir dafür bezahlen und die Leistung nicht erbracht wird, versprochene Leistung, dann ist es meiner Meinung nach Betrug am Kunden. Mhm. Und dagegen müssen wir vorgehen. Mhm. Das können wir uns einfach nicht gefallen lassen. An die Deutsche Post, an den mit den Nerven am Ende überlegt Groll, rechtliche Schritte einzuleiten. Vergebliches Warten auf Pakete. Das erleben offenbar viele Postkunden in Deutschland. In Düsseldorf treffe ich Julian Graf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit Kollegen hat er vor 3 Jahren das Verbraucherportal paketärger.de ins Leben gerufen. Hier können Verbraucher ihrem Ärger Luft machen. Die Anzahl der Beschwerden, so sagt er, nehme ständig zu. Worum geht es in der Regel? Kriegen die Leute ihre Pakete und Briefe nicht oder sind die beschädigt? Also im Paketbereich ganz klassische Fälle sind das Pakete, die werden im Hausflur abgelegt, auf Garagen, stellenweise in Mülltonnen, insbesondere in Papiermülltonnen. Das ist dann immer sehr kritisch. Stellenweise werden sie auch durch Klofenster geworfen. Das sind Klassiker. Wir haben aber auch immer das Klassiker, dass gar nicht geklingelt wird, Benachrichtigungskarten einfach irgendwo eingeworfen werden, beziehungsweise gar nicht eingeworfen werden, also gar nicht klar ist, wo ist mein Paket, was kann ich, wann habe ich überhaupt eins bekommen, und die Verbraucher dann umherirren. Das sind so Klassiker. Die Deutsche Post erklärt uns gegenüber, dass sie keinen außergewöhnlichen Anstieg von Beschwerden im Paketbereich verzeichnet. Die Aufsicht über die Post hat die Bundesnetzagentur. In ihrem Jahresbericht 2017 ist von einem explosionsartigen Anstieg der Beschwerden bei den Zustellungen insgesamt die Rede. Und das sei nur die Spitze des Eisberges. Fiete Wolf, ein Sprecher der Bundesnetzagentur, bestätigt dies.
Das Maß, in dem die Beschwerden zunehmen, das beobachten wir schon. Und Großteil der Beschwerden im Brief- und Paketbereich betrifft die Zustellung, Zustellprobleme, lange Laufzeiten. Das sind so die Themen, über die viele Menschen sich bei uns beschweren. Es scheint also tatsächlich immer mehr Probleme mit der Zustellung zu geben. Ich möchte wissen, warum. Von einem Insider erhalten wir diese heimlich gedrehten Aufnahmen aus einem DHL-Depot. Sie geben eine Ahnung davon, wie chaotisch es dort zugehen kann. Herumliegende Pakete, gereizte Stimmung, Durcheinander. Es kommt immer wieder zu Streitigkeiten. Du musst heute noch die anderen Pakete mitnehmen. Ganz genau, du musst das jetzt machen. Das geht aber nicht. Ich habe so schon genug. Der Wagen ist bis oben voll. Wie soll das denn gehen? Dafür brauche ich doch ewig. Das ist völlig egal. Hauptsache, los! Ich will erfahren, unter welchen Bedingungen die Zusteller arbeiten. Einige berichten unter der Hand von katastrophalen Arbeitsbedingungen, wollen aber nicht vor unsere Kamera, aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Einer, wir nennen ihn Tim Förster, ist schließlich bereit, mit mir zu sprechen, will aber nicht erkannt werden. Er bewarb sich erst vor wenigen Wochen bei DHL. Sie nehmen dort fast jeden, der kräftig sei und bereit, 8 Stunden lang täglich Pakete zu schleppen. Doch schon jetzt brächten ihn die schlechten Arbeitsbedingungen manchmal zur Verzweiflung. Der Stundenlohn etwas mehr als 12 Euro brutto. Sein Vertrag ist auf 6 Monate befristet. Förster ist bei einer der 46 Tochtergesellschaften, die die Post vor 3 Jahren in ganz Deutschland gegründet hat, angestellt. DHL Delivery GmbH, so der offizielle Name. Wer für Delivery arbeitet, muss nicht nach dem Haustarif der Post bezahlt werden, sondern nach den je nach Region erheblich niedrigeren Tarifen der Logistikbranche. So verdienen viele Zusteller bis zu 1/3 weniger als ihre Kollegen im Mutterkonzern. Senkung der Lohnkosten also. So will die Post im Preiskampf, der in der Branche tobt, mithalten. An diesem Morgen wartet mein Informant Tim Förster an einer Straßenecke auf mich. Ich darf, was eigentlich streng untersagt ist, ein Stück mitfahren. Ich habe 160 Pakete an Bord. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Wir fangen morgens früh um 7 an zum Sortieren. Im Depot herrscht ständiger Zeitdruck. Hier wird schon morgens eingebläut, du musst deine Runde einfach schaffen, sonst gibt's Ärger. Am Anfang hat man noch Welpenschutz, so heißt das hier. Aber nach ein paar Tagen musst du volle Leistung bringen. Das ist unmenschlich. Er berichtet, was Kollegen ihm geraten haben, wenn die Zeit nicht reicht. Natürlich lernst du auch ein paar Tricks, zum Beispiel auslisten mit dem Scanner. Oder du machst einfach ein Paket kaputt, dann geht es auch zurück. Kannst du uns mal zeigen, wie man mit dem Scanner Pakete auslistet? Ja, klar. Wir haben da mehrere Möglichkeiten. Meistens sagen wir, der Empfänger war nicht da. Dafür scanne ich das Paket schon hier im Wagen. So, jetzt hat er es erfasst. Zum Beispiel kann ich sagen, verweigert, Zustellversuch erfolglos und so weiter. Ich klicke jetzt auf zweiter Zustellversuch. Dann kriegt ein anderer Kollege das Paket morgen wieder mit. Dann wird so ein Zettel ausgedruckt, wo drauf steht, dass in den nächsten Tagen ein zweiter Zustellversuch erfolgen soll. Zack, und schon habe ich ein Paket weniger. Das ist der Grund, warum viele Leute ihr Paket nicht bekommen, obwohl es schon unterwegs ist. Pause mache er selten oder nie. Wie funktioniert das denn eigentlich, wenn man mal pinkeln muss? Man geht hinter ein parkendes Auto. Einige haben auch eine Flasche mit. In manchen Transportern riecht man auch, wie sich der Fahrer erleichtert hat. Das ist total unangenehm. Dabei sind Pausen gesetzlich vorgeschrieben, doch der Zeitdruck ist oft zu hoch. Unangeschnallt fahren, um Zeit zu sparen, das habe Förster schon in der ersten Woche gelernt. Auch andere Verkehrsregeln würden in der Eile oft missachtet. Dass Stress und Hektik nicht ohne Folgen bleiben, zeigt eine vertrauliche Aufstellung der Deutschen Post AG, die ZDF Zoom vorliegt. Allein in Hamburg und Berlin waren DHL-Delivery-Fahrzeuge 2016 in 3.300 Unfälle verwickelt, mit einem Gesamtschaden von 3,2 Millionen Euro. Das macht pro Tag rein rechnerisch etwa 10 Unfälle mit DHL-Beteiligung. Tricks bei der Zustellung, Missachtung der Verkehrsregeln. Dazu die Post. Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen werden von uns nicht toleriert. Es seien weder Tricksereien noch die beschriebenen Verhaltensweisen von Mitarbeitern in der Paketzustellung bekannt. Zum Qualitätsmanagement gehöre die Überprüfung der Zustellung im Hinblick auf die Einhaltung aller Vorschriften. Ich packe mit an.
Wenn bei mehrstöckigen Reihenhäusern die Zufahrt fehlt, muss die Karre voll beladen werden. Schnell merke ich, mir fehlt schon jetzt die Puste für den Job. Bei langjährigen Zustellern fordert das Schleppen, Laufen und Packen Tribut. Der Krankenstand ist mit über 10% mehr als doppelt so hoch wie der bundesdeutsche Durchschnitt. Hallo, ich habe ein Paket für Sie. Ich glaub's nicht. Okay, ja, ganz oben bitte. Der Kunde überrascht, dass er sein Paket endlich bekommt. Einmal wurde abgesagt, ich kriege immer E-Mails. Ja. Und das zweite Mal, heute nochmal abgesagt. Und dann habe ich eine E-Mail gekriegt, dass es im Paketshop ist. Dieser Kunde nimmt es mit Humor. Unsere anderen Pakete, etliche Minuten unbeaufsichtigt, sind noch da, zum Glück. Die Karre jedes Mal mitschleppen geht nicht. Stehen lassen jedes Mal ein Risiko. Tim Förster sagt, nicht nur er sei völlig überfordert von der Menge der Pakete. Vielen, die er kenne, ginge es so. Die Paketmenge in Deutschland steigt Jahr für Jahr. Ein Boom, ausgelöst durch den wachsenden Onlinehandel. Die Deutsche Post mit ihrer Tochter DHL ist Marktführer. Fast 50% beträgt ihr Anteil am gesamten Paketvolumen in Deutschland. Das sind täglich etwa 4,5 Millionen Pakete. Den Rest teilen sich Hermes, DPD, UPS und GLS. Die Post braucht also immer mehr Leute. Ich treffe die Vorsitzende der Gewerkschaft DPVCOM und berichte ihr von meinen Erlebnissen. Christina Dahlhaus ist nicht überrascht. Aus unserer Sicht ist die Personaldecke viel zu dünn. Es fehlt definitiv Personal. Die Menschen müssen immer mehr arbeiten und die Deutsche Post AG hat auch ein Riesenrekrutierungsproblem, Personal zu finden. Woran liegt das? Ich denke, es gibt zwei Hauptgründe, woran das liegt. Zum einen wird natürlich neues Personal nur zu den deutlich geringeren Lohn eingestellt. Und zum zweiten ist es einfach eine sehr schwere körperliche Arbeit, wo viele sagen, für das Geld mache ich das nicht. Wenn die Post hierzulande nicht genügend Zusteller findet, wo dann? Außerhalb von Deutschland offenbar. Da, wo es wenig Arbeit gibt und die Löhne schlecht sind. Bei meinen Recherchen im Netz finde ich immer wieder Anzeigen, in denen Arbeiter und Fahrer für DHL angeworben werden. Ukraine, Polen, Russland, aber auch in Spanien, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist. Toppenstedt, südlich von Hamburg. Ich treffe einen, der mir von seinen Erfahrungen als Zusteller berichten möchte. Julio, gelernter Kellner aus dem spanischen Valencia, ist viel herumgekommen, hat in England und Frankreich gejobbt. Zuletzt war er arbeitslos. Das Angebot im Netz, für DHL in Deutschland zu arbeiten, sagte ihm sofort zu. Dass ihn eine Leiharbeitsfirma angeheuert hatte, merkte er erst später. Hier brachte man ihn unter, in einem ehemaligen Containerdorf für Flüchtlinge. Was haben Sie gedacht, als Sie hier ankamen? Ich war schockiert. Wir waren alle schockiert. Zwei Kollegen aus Mallorca und zwei aus Valencia. Wir waren absolut schockiert. Wussten Sie, dass das ein Containerdorf für Flüchtlinge ist hier? Nein, das wusste ich nicht. Ich habe vermutet, dass es für Flüchtlinge war, natürlich. Und meine Kollegen haben immer gesagt, wo sind wir hier bloß gelandet? Das war schockierend. Können Sie uns Ihre Wohnung zeigen? Ja, ich glaube, es war hier an der Ecke. Zu der Zeit war das Containerdorf erst halb belegt. Dann kamen noch Leute aus Polen und Kroatien. Dann war es fast voll. Ich war in diesem Apartment. Das war mein Raum. In dem anderen waren die Kollegen aus Mallorca, ein Vater mit seinem Sohn. Und ich war in diesem hier, zusammen mit zwei anderen. Wir waren zu dritt in dem Raum. Drei Leute in einem Raum. Und wo waren die Betten? Ein Bett hier. Eins dort und eins gegenüber und drei sehr kleine Schränke. 280 Euro Miete pro Person für ein Bett in einem Drei-Mann-Container. Lohn und Arbeitszeit waren zwar branchenüblich, aber dazu kamen täglich 2 Stunden Fahrt und am Wochenende hingen sie hier fest.
Einige der Arbeiter reisten sofort wieder ab. Den Nachbarn im Dorf sei das Ganze von Anfang an suspekt gewesen, hören wir. Lange hätten sie nicht gewusst, was hier vorging. DHL war auch hier. Das konnte man halt an den Fahrzeugen erkennen. Und ja, aber wie, in welchem Umfang jetzt, was dahinter steckte. Ja, aber wie gesagt, es waren dann wieder die Postfahrzeuge und DHL natürlich auch. Und die waren hier zum Teil auf der Straße aufgereiht. Die waren da zu dritt oder zu viert? Ja, zu viert in so eine Blechbüchse da drin. Was haben Sie da gedacht? Ja, wir haben immer gedacht, ja, irgendwo sind es doch arme Leute, wie man die so reinfärcht in diese Büchse. Und dann sollen die auch noch arbeiten. Gut, dass die dann hier mal ein bisschen lauter wurden oder sowas, konnte man verstehen. Ne? Eingepfercht und über den Tisch gezogen, so fühlte sich Julio. Als er eines Tages trotz kaputter Scheibenwischer und Dauerregen weiter Pakete fahren sollte, reichte es ihm und er schmiss den Job bei DHL. Leiharbeiter untergebracht in Containern, die eigentlich für Flüchtlinge gedacht waren? Wir fragen dazu die Post. Zu Arbeitsbedingungen wie auch Fragen der Entlohnung wenden Sie sich bitte direkt an die betreffende Firma. Das tun wir. Die Leiharbeitsfirma bestätigt uns auf unsere Anfrage, dass sie hier Arbeiter untergebracht hat. Dies sei jedoch nur übergangsweise der Fall gewesen. Dass Leiharbeiter, die für DHL unterwegs sind, in einer Containersiedlung untergebracht werden? Weiß man davon bei der regional zuständigen Gewerkschaft? Ich bin verabredet mit Lars-Uwe Rieck. Er ist bei Verdi Nord für Postdienste zuständig, sollte die Verhältnisse vor Ort also kennen. Was weiß er von den Vorgängen in Toppenstedt? Wir haben davon gehört und haben es auch mit Entsetzen zur Kenntnis genommen und hoffen, dass das nicht zur Norm bei DHL werden soll. Und wir haben das hier anscheinend mit Leiharbeitsfirmen zu tun, die Menschen im europäischen Ausland anwerben. Und die müssen natürlich irgendwo untergebracht werden. Und der Druck der Branche ist so immens, dass man sieht, der Arbeitsmarkt entwickelt sich gegen die Branche. Das heißt also, die Möglichkeit, billig Arbeitskräfte noch ranzubekommen, die für kleines Geld die Pakete ausfahren, das ist endlich. Und man versucht jetzt über verschiedene Modelle, wie dieses jetzt auch, zu versuchen, dass man möglichst den Kostendruck auch standhält, indem man dann tatsächlich Menschen wo auch immer herholt, um die dann für kleines Geld hier fahren zu lassen. Und immer häufiger liefe das auch über Subunternehmen, erzählt er mir und gibt mir einen Tipp. Sie können gerne mal rüber nach Altona fahren und mal gucken, was da für Fahrzeuge vom Hof fahren. In der Regel, je älter und schäbiger die Fahrzeuge dann tatsächlich sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie hier einen Subunternehmer tatsächlich ablichten. In Altona, das zentrale Postverteilzentrum der Stadt Hamburg. Hier soll es Fahrer geben, die in ihren Fahrzeugen schlafen und leben, während sie auf Aufträge warten. Viele sollen aus Osteuropa kommen, andere aus Afrika, so hat man mir berichtet. Mir fällt auf, viele der Fahrzeuge, die den Hof verlassen, tragen ein gelbes Postschild hinter der Windschutzscheibe. Übernehmen private Firmen Dienstleistungen der Post, weil sie billiger anbieten? Und wer sind die Fahrer? Abseits vom offiziellen Betrieb, jedoch frei zugänglich, stoße ich auf heruntergekommene Fahrzeuge, viele mit osteuropäischen Kennzeichen. Hier treffe ich Jim, der nicht erkannt werden möchte. Er stammt ursprünglich aus Westafrika, lebte zuletzt in Belgien und hat seit einiger Zeit die belgische Staatsbürgerschaft. Er hält sich seit vielen Jahren mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Heute ist er schon den halben Tag unterwegs, für einen Subunternehmer der Deutschen Post. Weißt du, was ich dafür bekomme? Nur 20 Euro. Für 3 Stunden Fahrt heute quer durch Hamburg. Vor einigen Monaten vermittelte ihm ein Freund den Kontakt zu einem Subunternehmer in Deutschland. Seither fährt er für DHL und die Deutsche Post. Mal 8 Stunden, mal 12 Stunden täglich. So wie viele hier. Diese Autos hier fahren in der Nacht zu den Flughäfen nach Hannover oder Frankfurt. Tagsüber schlafen die Fahrer oft in ihren Autos. Jim ist einverstanden, dass wir ihn eine Zeit lang begleiten. Das Auto, erklärt er mir, stellt sein Chef zur Verfügung. Dieser wiederum wurde von einem weiteren Subunternehmer beauftragt, der seinerseits die Aufträge direkt von der Post erhält. Jim erledigt alles, was man ihm aufträgt. Brieftransport, Frachtpakete, DHL-Abholung direkt beim Kunden. Sein Chef, der Subunternehmer also, zahle ihm 7 Euro pro Stunde bar auf die Hand, sagt er uns. Weit unter Mindestlohn also. Obwohl Jim ständig Geldprobleme hat, leistet er sich ein kleines Zimmer mit Bad.
Er könne nicht, wie viele andere, ständig im Auto schlafen. Einen Arbeitsvertrag hat Jim nicht, sagt er uns. Weiß er, dass das illegal ist? Was soll ich machen? Ich muss arbeiten, damit ich überhaupt leben kann. Warum er keinen Arbeitsvertrag bekommt, möchte ich wissen. Mein Boss will das Geld sparen, aber er hilft mir, damit ich überhaupt etwas verdiene. Letzte Schicht, neues Auto, DHL-Pakete bei Firmen abholen. Ich darf nicht krank werden, denn dann gibt es gar nichts. Unser System ist, du kriegst nur etwas für Arbeit. Je mehr du arbeitest, desto mehr Geld bekommst du. Aber wenn du zu viel fährst, wirst du müde und dann baust du Unfälle. Deswegen fahre ich auch nicht mehr nachts raus, so wie meine Kollegen. Er sei kein Einzelfall, sagt er. Vielen Kollegen ginge es genauso. Keine Absicherung bei Krankheit, kein Mindestlohn, kein Vertrag. Wie viele Menschen so für die Post arbeiten, ist nicht bekannt. Kaum jemand hat Einblick in diese Szene, die oft aus Klein- und Einzelunternehmern besteht. Nach langer Suche finde ich einen Mann, der bis vor kurzem selbst als Subunternehmer der Post gearbeitet hat. Seinen Namen möchte er nicht nennen, aber er ist bereit, mir die Strukturen des grauen Marktes zu erklären, auf den die Deutsche Post und DHL anscheinend nicht verzichten können. Zeitweise hatte er 12 Fahrzeuge für die Post auf der Straße. Jetzt muss man aber unterscheiden, ich hatte nicht alles mit Fahrern besetzt, ich hatte teilweise Subunternehmer. Im Schnitt 6 bis 7 Angestellte, Rest auf Subunternehmer verteilt. Und welchen Vorteil hat das, wenn man Subunternehmer hat? Der Riesenvorteil ist, ja, ich will mich jetzt auch nicht salopp ausdrücken, das wäre unfein. Man gibt einfach das, was einem angetan wird, weiter. Ich drücke mich mal so aus. Ja? Was wird einem angetan? Aufgrund der Preisstruktur, wer rechnen kann, gerade jetzt, wir nehmen jetzt speziell die Zeiten seit der Einführung des Mindestlohns. Wer rechnen kann, muss dazu noch die Arbeitgeberanteile rechnen. Was dann überbleibt, da können Sie eigentlich keinen Angestellten von bezahlen. Das ist eigentlich unmöglich. Gebe ich das an einen Subunternehmer ab, schaue ich mir das Turmpaket an, was das monatlich abwirft, nehme eine Summe X, die ich als Gewinn haben möchte und biete das so eben dem Nächsten an im Prinzip. Sind denn die Subunternehmer von Ihnen, sind das wieder Leute mit eigenen Fahrzeugen? Die stellen eigene Fahrzeuge, eigenes Personal etc. Auch eigenes Personal? Auch eigenes Personal, ja natürlich. Das heißt, die untersten auf der Kette sind die Angestellten der Subunternehmer? Salopp gesagt, die ärmsten Schweine von allen. Selber ist man schon nicht gut gestellt, aber die da drunter kommen, sind eigentlich noch ärmer dran. Das System funktioniert so. Die Deutsche Post DHL nutzt nicht nur Leiharbeit, sie vergibt auch Aufträge an Servicepartner. Diese Subunternehmer bieten die Aufträge ganz oder teilweise für einen geringeren Betrag dem nächsten Subunternehmer an. Auch dieser Unternehmer kann den Auftrag weiterreichen. Damit für ihn ein Gewinn bleibt, beschäftigt er meist selbstständige Fahrer für wenig Geld und spart so Sozialabgaben und Mindestlohn. Am Ende der Kette Fahrer oft aus Niedriglohnländern, die ohne soziale Absicherung für die Post und DHL die Sendungen ausfahren. Kontrolliert wird das so gut wie gar nicht. Das ist dann eine Frage, wie lange man sowas durchhalten kann. Ich habe mich immer entschieden, das nicht weiterzumachen. Hier haben wir zum Beispiel mal eine. Ja. Das ist dann die Normalfahrten über den ganzen Monat verteilt. Da gab es dann, das sind ganz grob. Ah ja. Wie viele Fahrzeuge? Das sind ungefähr 5, 6 Fahrzeuge. 6 Fahrzeuge im Einsatz. Ganz am Monat. 11.000 Euro. Ja. Und davon alles bezahlen. Richtig. Und was bleibt da am Ende übrig für Sie? Ungefähr? Also bei der Summe, wenn ich 1.500 im besten Fall. Nicht gerechnet, dass ein Fahrer einen Unfall hat und ich muss eine Beule irgendwo rausmachen etc. etc. Ist alles nicht gerechnet. Arbeiten ohne Vertrag, ohne Mindestlohn, ohne Absicherung. Subunternehmer, die bis an die Kante kalkulieren müssen. Sind der Post diese Zustände bekannt? Unsere Fragen beantwortet man schriftlich. Die Verantwortung für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen liegt beim Servicepartner und seiner Zuständigkeit als Arbeitgeber. Bereits bei der Ausschreibung verpflichten wir die Servicepartner, alle gesetzlichen Regelungen sowohl im eigenen Unternehmen als auch durch eingesetzte Nachunternehmer zu beachten. Ein Interview will man mir nicht geben. Ich besuche die Jahreshauptversammlung der Deutschen Post AG in Bonn. Seit dem Jahr 2000 ist die Post an der Börse.
Schon seit Jahren verspricht der größte Logistikkonzern der Welt seinen Aktionären üppige Gewinne. Auch dieses Jahr wieder. So lange, bis die 5 Milliarden Gewinnmarke im Jahr 2020 erreicht ist. Das Konzernjahresergebnis hat sich weiter verbessert, das Ergebnis der Aktie hat sich weiter verbessert und auch der Kurs inklusive der letztes Jahr bezahlten Dividende hat insgesamt eine Rendite von 31% für sie erwirtschaftet. Und deswegen lohnt es sich ohne Zweifel Aktionär dieses Unternehmens zu sein. Nur wenige Wochen später muss die Post zugeben, die versprochenen Ziele 2018 werden nicht erreicht. Die Postaktie stürzt ab. Selbst diese Gewinnwarnung lässt den Konzern nicht von seinen langfristigen Gewinnzielen abrücken. 5 Milliarden bis 2020. Doch geht es wirklich in erster Linie darum, Aktionäre bei Laune zu halten? Kann ein Konzern wie die Deutsche Post alles dem Gewinn unterordnen? Beate Müller-Gemmecke ist Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Als arbeitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion sieht sie das Geschäftsgebaren der Post mit Sorge. Dieses Jahr gab es eine Gewinnwarnung. Trotzdem hält die Geschäftsleitung an ihrem Ziel fest. Wie soll das gehen? Ja, das geht nicht. Das kann nur zu Lasten von, im Endeffekt, von den Beschäftigten gehen. Ja? Weil das sind ja die großen Kosten. Man kann nicht Briefe, Pakete, Gott weiß wie, verteuern. Ja? Also von daher geht es wieder zu Lasten von den Beschäftigten. Und das ist nicht akzeptabel. Müller-Gemmecke und ihre Fraktion hatten eine kleine Anfrage gestellt und die Bundesregierung darin an ihre gesellschaftliche und soziale Verantwortung gemahnt. Der Bund sitzt im Aufsichtsrat der Post AG, ist mit 20% Hauptanteilseigner. Immer wenn es um schwierige Arbeitsbedingungen geht, dann ist immer die Deutsche Post AG mit dabei. Also zum Beispiel Kettenbefristung, Arbeit auf Abruf. Dann wissen wir alle, dass die Vorgaben bei der Paketauslieferung beispielsweise extrem hoch sind. Das schaffen die Menschen nicht. Und da erwarte ich von der Bundesregierung, die eben die größte Anteilseigner sind bei der Deutschen Post AG, dass sie wirklich Verantwortung übernehmen, dass sie die Arbeitsbedingungen verbessern und vor allem, dass sie Vorbildfunktion sind. Gerne hätte ich mit dem zuständigen Bundesfinanzminister über die Verantwortung der Regierung gesprochen. Doch ein Interview gibt es nicht. Stattdessen schriftlich der Hinweis: Die Gestaltung von Beschäftigungsbedingungen obliegt nach dem Aktiengesetz dem Vorstand. Informationen über Beratungen im Aufsichtsrat können weder offengelegt noch kommentiert werden. Von Regierungsseite also hält man sich bedeckt. Ein unerbittlicher Preiskampf tobt in der ganzen Branche. Unzufriedene Kunden, Paketfahrer im Dauerstress, die teilweise unter unwürdigen Bedingungen leben und arbeiten, Verluste an der Börse. Trotzdem will der Konzern Deutsche Post DHL nicht runter von seinen Gewinnversprechen. Den Preis dafür zahlen diejenigen, die die Paketflut täglich zum Kunden bringen. Die Zusteller.